Jasmin Wöhr, ehemalige Weltranglisten-Tennisspielerin, heute im Körperbau. Jasmin, was ist jetzt deine Funktion im Tennis? Meine Funktion nach der Profikarriere ist inzwischen Coach. Also ich bin vorwiegend auf Turnieren mit jungen Profis unterwegs, aber auch für einen Verband mit Jugendlichen zwischen 12 und 16. Und ich bin sehr froh, dass ich noch nah am Tennis dran bin. Stichwort aktives Tennis jetzt im Vergleich zu deiner aktiven Karriere. Wie hat sich Tennis in den letzten Jahren entwickelt? Ja gut, so lange ist es noch nicht her. Ich habe bis vor eineinhalb Jahren selber noch gespielt. Aber insgesamt ist die Entwicklung so, dass es zu hohen Geschwindigkeiten kommt, sowohl von der Laufgeschwindigkeit als auch Schlaggeschwindigkeit, dass kurze Laufstrecken sind, dass viele Schläge unter Zeitdruck gespielt werden. Und die Spieler werden immer athletischer, immer kräftiger. Es sind hohe Anforderungen an die Schnelligkeit und an die Schnellkraft. Und was bedeutet es dann jetzt fürs Training konkret? Was muss man da jetzt ändern oder was sind die Trends im Training? Die Trends im Training sind ganz klar in Richtung Schnelligkeit. Schnelle Wahrnehmung, schnelle Reaktion durch die höheren Schlaggeschwindigkeiten. Und da muss man einfach gucken, dass man auf dem Gebiet fit ist, wenn man heute vorne mitspielen will. Jetzt bist du ja im Körperbau, schaust dir hier die ganzen Möglichkeiten und Einrichtungen an. Wie findest du hier die Eignung fürs Tennis? Ja, ich habe mir den Körperbau jetzt mal angeschaut und ich bin völlig begeistert. Modernste Techniken und wirklich ideale Bedingungen, um gerade die modernen Anforderungen zu trainieren. Und ich würde gern mit all meinen Spielern hier arbeiten und das weiter nutzen, weil ich finde es wirklich klasse. Okay, Jasmin, vielen Dank.